und mit South Wales und Norfolk City heiße ich dich jetzt herzlich willkommen und Glück auf da bei PES 2017. Das wird auch, wie du im ersten Intro schon gesehen hast, ein bisschen eine andere Episode. Das Gameplay, was ich da damals aufgenommen habe, war unkommentiert, das kommentiere ich jetzt einfach so freischnauzen noch. Da es in puncto PES ein bisschen was zu erzählen gibt und ein bisschen was zu berichten fürs kommende Jahr. Ich will ab und zu ein bisschen eine kleine Pause machen, will dann ab und zu was zum Gameplay erzählen, wenn ich mich noch recht entsinnen kann. Aber wie gesagt, PES 2017 ist mitunter ein großes Projekt bei mir. Ich möchte ein bisschen mehr machen. Ich habe zwar schon 7 oder 8 Mal angefangen mit den Schaß, aber ich habe dann immer wieder ein bisschen aufgehört und ja, was weiß ich, keine Ahnung. Wird sich fürs nächste Jahr auch nicht viel was daran ändern, muss ich auch und ehrlich gesagt gestehen. Hier siehst du gerade Episode 17 von der ersten Staffel PES 2017. Ich werde das immer wieder gestaffelt bringen. Da ich, wie das schon 100 Mal, glaube ich, erzählt habe, nicht immer Lust und Laune habe auf PES. Ja, ist leider so. Und für PES, da muss man wirklich danach sein, dass ich es ausspüle, dass ich spüle selber. Und dass es dann auch ein bisschen an Spaß macht. Ich meine, es macht riesig Spaß, das Spiel. Braucht man gar nicht reden, gell? Warum war das Video damals unkommentiert? Ich habe was ausprobieren wollen. Und zwar ein bisschen einen anderen Kommentierstil. Ja. Und habe mir dann gedacht, naja, weißt du was, bevor ich da jetzt lang und breit herumtue, los ist lieber und warte ab, was ich mit dem Video machen könnte. Wie du siehst, Norfolk macht wieder Druck nach vor und einer von vielen Schüssen. Wir kennen ja die Torschüsse oder beziehungsweise die Differenz zwischen den Torschüssen und den eigentlichen Toren, die wir dann schießen, die ist astronomisch, irgendwo zwischen 30 Torschüsse und einem Endstand von, weiß ich jetzt nicht, 4 zu 1 zum Beispiel. Wenn sie die Gelegenheit ergibt, knall den Ball einfach weg und schau, was passiert. Das war wieder mal ein Schwallball, wie wir es gerade gesehen haben. Freistoß und der Ball ist drinnen, aber nicht für Norfolk. Leider. Das Burgstadion tobt und tost wie ein Hurricane zur Sommerzeit. Es darf gefeiert und getanzt werden. Yippie! Gleich eins vorweg. Dies ist bis Ende 2020. Das letzte Video außer Fallout 4. Fallout 4 wird weitergehen, von Montag bis Freitag. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwo erwähnt habe, aber für, dass ich jetzt nicht anliege, ich glaube für Dezember ist ein relativ großes Infovideo angesagt, wo ihr ein bisschen was zu 2021 erzählen möchtet. Gleich eins vorweg. Vieles wird sich 2021 nicht tun auf dem Kanal. Da zählt er dann in diesem Video mehr. Was aber einen großen Anteil, einen mitunter großen Anteil nehmen wird, ist PES. Da zählt er auch gleich warum.
nachdem wir dort da friedsam feiern, wie Norfolk wieder einen von zig Millionen Schüssen, Torschüssen nebenhaut. Scheiße, ja? Ja, Backseat Gaming mal anders, ne? Jetzt kann ich mich über denjenigen lustig machen, der das gespielt hat. Eigentlich, nicht, das hat nichts mit Backseat Gaming zu tun, das ist eher Ironie und Sarkasmus. Ich kann mir also ironisch, sarkastisch, lustig machen über den Deppen, der da damals gespielt hat. So, super, voll geil. Ja, und zwar, da passiert jetzt momentan eh nicht viel am Bild, am bildigen Schirm. Coutinho, kann ich gleich verraten, was, hat den Ausgleich geschossen. Ja, Coutinho ist wie eine Bordsteinschwalbe. Wenn du glaubst, du siehst keine mehr, ist er da. Es geschah nämlich Folgendes. Jetzt erzähl mir ein bisschen was. Ich habe mittlerweile das dritte PES-Spiel zu Hause. 2017, was du da siehst. 2019 habe ich noch zu Hause, wo du jetzt momentan am Kanal nichts siehst. Und PES 2021, dieses Season-Update, was da gegeben hat. Da habe ich aber nur die normale Edition genommen und mehr brauchst du eigentlich eh nicht, weil ich so ein bisschen ins Menü reingeschaut, gespielt habe ich noch nichts. Und im Menü muss ich, habe ich mir so feststellen, es hat sich eigentlich viel nicht weiterentwickelt, oder beziehungsweise es ist nicht viel mehr dabei, als wie was du jetzt das so hast. Bis auf ein paar Lizenz-Clubs, was du dabei hast, ist nicht viel was Neues dabei. Ich glaube, ein paar Modi haben sie überarbeitet, ganz leicht, aber es ist nicht unbedingt jetzt der Rede wert, gell? Es heißt zwar, sie würden an einer neuen Engine arbeiten für das PES 2000 irgendwas, keine Ahnung, für die Zukunft von PES. Aber da ich momentan kein Interesse habe an Next Gen, werden wir uns mit dieser Generation der Konsole zufrieden geben und werden die alten Spiele, die wenigstens fertig waren, noch beschäftigen. Ja, ich glaube, da kommen sicher noch einige Jahrzehnte aus damit. Na bitte, Herst. Na, da schaut er das an, Herst. 1-2, jetzt haben sie es wieder umdreht. Geil. Jupp, darf ich euch vorstellen, Dani Blossane war der Torschütze. Und diesen Herrn Dani Blossane werden wir heute noch des Öfteren sehen. Jupp, da feiert die ganze Mannschaft wieder, oder vier davon aus diesem Sammelsorium an Menschen, die einem Ball hinterherlaufen. Genau. Ihr seht da unten jetzt gerade links eingeblendet die Wiederholungssteuerung. Die werde ich nächstes Jahr mitnehmen. BZW, ich werde es dann so schneiden, dass ihr das gar nicht seht. Genau, also in dem Augenblick, wo es da geschossen wird, steige ich in die Wiederholungssteuerung ein, spiele mir ein bisschen, dass ich was Gescheites habe für Thumbnail. Gehe dann aus aus dem ganzen Quagel, der ist läuft weiter. Aber das, was sie zwischendrin angespielt hat, dass ich da suche mit ein wenig an Thumbnail und dann schaue, das werdet ihr jetzt gar nicht mitkriegen, weil das habe ich rausgeschnitten. Genau. Ja, Norfolk wieder am Ball und wieder einer der exzellent verschossenen Torschüsse. Mhm. Aber was ich so gerade sehe ich im Schnittprogramm, in der Vorschau, wir gehen nun in die Pause, genau so ist das, 1-2. Ja, bitteschön, leck mich am Arsch, die Waldfee. 9 Torschüsse und nur 2 haben wir versenkt. Also,
genauso wie ich es gesagt habe. So, ab in die zweite Hälfte. Sobald der Abpfiff war und wir kurzzeitig die Mannschaften gesehen haben, wir dann einen Cut setzen, aber das wird dann in knapp 7 bis 8 Minuten wird es dann soweit sein. Weil dann wird das Video auch vorbei. Genau, und wie du siehst, der Herr Dani Plossani hat wieder zugeschlagen. Das ist ein 3:1. Wir lassen die Mannschaft jetzt einfach mal ein bisschen feiern, werden uns in der Wiederholung nochmal das Tor anschauen. Wie du genau siehst, von der linken Seite unten ist der Herr Dani Plossani ins Bild gekommen und hat sich gleich diesen Ball geschnappt. Siehst du das? Genau so. So sieht wahre Männerliebe aus, gell? Jo. Ist ja natürlich ein Schmäh, Mann, oder? Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Wurscht. Ist aber auch komisch, hä? Wenn sie zwei Frauen küssen, findet man das geil. Wenn sie zwei Männer küssen, heißt sie immer. Eigenartig. Naja, warum auch nicht? Gell? Ich Dödel hab nämlich mein Brünn nicht auf, obwohl ich die Brünn eigentlich aufsetzen soll. Nur mag ich mir jetzt noch deppert spülen mit dem Kopfhörer auf Zeiten dran und ja, was weiß ich, keine Ahnung. Wen haben wir da jetzt? Kesseltein mit der Nummer 19. Wieder mal vor rechts, gell? Aber bitte, nicht jetzt da mit rechts kommen, gell? Das ist eine stinknormale rechte Seite auf einem Fußballfeld, gell? Dass wir da ja schön differenzieren, gell? Eriksen, Kesseltein. Nonne, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wer war das jetzt? Coutinho, Schipper, dann ist wieder. Nein, jetzt ist Schipper dran. Na, siehst du, der Coutinho bettelt ja schon mal einen Ball. Der Herr Dani Plossani wieder, was ich gesehen habe, jetzt auf die Schnelle. Im Blindflug, ohne Brille. Genau, der Hattrick. So, jetzt kommen wir mal vom blöden Geschwafel, kommen wir jetzt mal wieder zurück zu PES im Jahr 2021 auf meinem Kanal. 2021 werde ich noch der Devise gehen, weniger ist oft mehr. Das habe ich jetzt eh schon die letzten Monate betrieben auf dem Kanal, da habe ich jetzt fast nur Fallout 4 gebracht und habe bereits etliche Stunden. Vieles ist schon vorbereitet, brauche ich nur mal hochladen und eingeben. Das nächste große RPG-Projekt, die Elder Scrolls 4 Oblivion. Dazu 2021 mehr. Und wir sind jetzt bei PES. Was ich aber dazu sagen muss, ich stelle den Sendeplan noch mal ein bisschen um. Ich weiß, es gibt viele Spiele, die viel nicht gefallen. Es gibt Spiele, die gefallen werden und hin und her, du kennst ja das Gespür eh. Der eine mag das, der andere mag das, der eine mag das nicht, der andere mag das nicht. Dafür mag halt der Franzi das und der Seppel mag das, genau. Und ich werde 2021 die Staffel 2 beginnen von PES 2017. Und im Kommentarbereich habt ihr einen Kommentar angepinnt, von wegen, was ihr sehen wollt. Wollt ihr was aus PES 2019 sehen, irgendeine Liga, oder aus PES 2021? Ich habe PES 2021 noch nie gespielt, muss jetzt auch mal ehrlich gesagt gestehen. Ich habe es jetzt seit einigen Tagen auf der Xbox oben und habe es aber noch nie gespielt. Weil ich noch keine Lust dazu gehabt habe, beziehungsweise weil ich nur bis aufs Menü geschaut habe. Habe ich noch keinen einzigen Zentimeter gespült. Und das war auch gut so. Ich möchte das Spiel ein bisschen jungfräulich beginnen. Gell? Also gut deutsch gesagt, wenn ich damit anfange, nehme ich es auf und entjungfer mich gleich mit dem Spiel. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei PES 21 sein wird. Zwischen PES 17 und PES 19 sind viele kleine Detailunterschiede in der Dynamik bzw. in der Bewegung
der Charaktere am Feld. Hat mir damals auch Spaß gemacht. Wenn man in PES 2017, machen wir es so, anders formuliert, PES 2017 seid ihr voll dabei. Das heißt, mit Transfers aussuchen etc. Schreibt mir in die Kommentare, wenn was nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hey, Narisha, was tust du denn schon wieder? Von wegen das und das oder was weiß ich, ich wieder 70.000 Torschüsse aufs Tor habe und nur 2 versenkt habe oder 3 Millionen Torschüsse aufs Tor und die dann noch vielleicht verloren habe, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Ihr seid dann dabei beim Transfer aussuchen etc. etc. alles, was dazugehört. Wir werden es so machen. Im Kommentarbereich findest du einen Kommentar angepinnt mit 2019er PES und 2021er PES. Ihr schreibt mir darunter ein, welches das ihr sehen wollt. Ich suche mir dann als Überraschung eine Liga aus, in der werden wir spielen, eine Zeit lang. Und somit der Anschlusstreffer von South Wales 2-4. Ja, Alter, mit denen musst du rechnen. Alter. Eddie Murphy ist auch im Bild, wie du gerade gesehen hast. Der ging an die Latte. Auch schön, dass das richtig schön gerochen kehrt. Wie eine Nase nach einem Schlag auf dieselbige. Wir haben jetzt eigentlich hier nochmal 13 Minuten inklusive Nachspielzeit. Falls dich interessiert, du hast es am Anfang gesehen, es ist jetzt genau 16:30 Uhr nachmittags. Wo ich das aufnehme, oder beziehungsweise nicht aufnehme, eigentlich noch synchronisiere. Ich habe es eh schon einmal aufgenommen gehabt. Vor 2 Tagen. Aber da habe ich einen Fehler gemacht. Wie ich dann dahinter gekommen bin, nach 7 Minuten Videoaufnahme, ich habe das Mikro nicht eingeschalten. dann habe ich den ganzen Scheiß gelöscht und habe mir gedacht, was, ich verzichte jetzt nochmal ein paar Tage drauf. Und jetzt habe ich am Sonntag heute wieder hergeguckt und habe das nochmal neu aufgenommen. Gut. Soll ich das so belassen? Nein, ich werde das Video dann noch schnell schneiden. Und dann schauen, dass ich es heute nochmal hochbringe auf YouTube. Und das Einzige, was mir jetzt da noch fehlt, ist der Vignetten-Effekt. Das wird ein bisschen so ein kleines Zubehör mittlerweile bei den Videos. Und was halt auch noch dazu kommt, dieses komische Dialekt-Intro ganz am Anfang, die paar Sekunden. Ja. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden, weil sonst reißen wir wieder die Kabeln, gell? Also, ja. Wir leben in komischen Zeiten und man muss sich mit komischen Dingen auseinandersetzen. Naja, gut. Somit hätte ich mir auch diese Frage beantwortet. Mit einem stimmigen Argument. So, dann, jetzt schauen wir, glaube ich, wie viel Nachspielzeit das wir haben. Und ehrlich gesagt, dieses Nachkommentieren ist langweiliger, als wie das eigentliche Kommentieren beim Spiel. Ja, warum wohl? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir werden uns, oder beziehungsweise ich werde mich jetzt mal verabschieden, werde das dann fertig auslaufen lassen und dann kommt eh gleich der Schnitt. Bald einmal. Nein, wir haben noch 5 Minuten Nachspielzeit. Toll! Wir gehen ja schon die Ideen aus, was ich dir jetzt noch erzählen kann. Ja, wie gesagt, das war jetzt einmal ein kleiner Vorlauf für 2021 am Kanal. Weniger ist oft mehr. Gut, wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder, spätestens morgen aus der fernen Vergangenheit. In der Zukunft bei Fallout 4. Bis dann. Baba dabei.